Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und herzlich willkommen zum neuesten Ressourcenschonungsvideo. Ihr wisst, in dieser Videoreihe möchte ich einen Beitrag dazu leisten, um Leute aufzuklären, wie man in unserer Gesellschaft mit Ressourcen verschwendet und wie man vielleicht ein bisschen Ressourcen sparen kann. Und heute möchte ich euch ein aktuelles Beispiel liefern aus meinem ersten Leben. Ihr wisst, mein zweites Leben ist hier im Hobbykeller. Ich beschäftige mich mit Solarenergie, mit alles, was ihr hier an Beleuchtung seht, ist aus regenerativen Energien gewonnen und auch Gerätschaften, die ich im Keller benutze, Bohrmaschine, Schleifer, alles Mögliche, wird nur über meinen Lieblingsspannungswandler gespeist. Und in meinem ersten Leben bin ich Informatiker und werde dann natürlich regelmäßig gefragt, kannst du dir mal diesen Laptop anschauen oder soll ich den wegschmeißen? Und zwei Sachen gehen mir da wirklich tierisch auf den Hammer und das ist Ressourcenverschwendung pur und deswegen möchte ich das hier einmal ansprechen. Den ersten Bullshit, den ich immer höre, und das ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Sache, wenn mir einer sagt, ja, dieser Laptop, der reicht mir. Also die Leute gehen in den Laden, schauen sich den an, machen den vielleicht auch mal an, wieder aus und dann dauert das 3-4 Minuten, bis der gestartet ist. Aber das reicht mir. Nein. Es geht da um 50, 60, teilweise 100 Euro. Wenn ihr das habt, gebt es mehr aus. Wir sind mittlerweile technologisch an einem Punkt, dass wir, wenn du 50 Euro oder 100 Euro mehr ausgibst, dass dir das Gerät 1-2 Jahre länger hält. Die Leute sehen das aber nicht. Die Leute sehen immer diese 50 Euro. Ja, aber der reicht mir für das, was ich mache. Ganz wichtig. Wenn ihr ein Gerät habt, ein Gerät, das hat eine Geschwindigkeit X, sagen wir mal, das braucht 3 Minuten zum Starten. Ihr wisst alle ganz genau, dass das nach einer gewissen Zeit langsamer wird. Jeder da draußen, der dieses Video sieht, weiß das. Es wird nach einer gewissen Zeit langsamer. Jetzt nehmt ihr das Modell eine Reihe weiter drüben. Ja? Dieses Modell braucht nur 30 Sekunden zum Starten. Das eine Modell braucht 3 Minuten, das eine 30 Sekunden. Das eine hat eine schnelle, auf Chips basierte Festplatte, das andere hat eine magnetische Festplatte. Ich komme gleich nochmal dazu, ja? Und ihr wisst, die werden langsamer. Aus 3 Minuten werden irgendwann 5 Minuten, aus 30 Sekunden werden irgendwann 50 Sekunden. Was weiß ich, ganz einfach. So, dann ist das Ding trotzdem noch einen Haufen schneller. Geht wirklich nicht hin und kauft euch die billige Scheiße. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Gut, wenn ihr an dem Punkt seid, dass das Gerät langsam geworden ist, ja, dann habe ich ganz viele, die sagen, ja, aber der ist so langsam, ich kaufe mir einen neuen. In der Regel ist das so, wenn diese Kisten einmal gestartet sind, dann reichen die ja wirklich. Nur es ist halt so frustrierend, wenn da was lädt und dies und jenes. So. Wenn euch der Akku kaputt geht, dann bestellt euch im Internet einen neuen. Geht zu einem Informatiker, einem Bekannten, was weiß ich. Es gibt wirklich auf den diversen Internetplattformen, ihr wisst, ich kaufe immer bei eBay, also, weil ich andere nicht mag, weil ich finde, dass die schlecht mit ihrem Personal umgehen, aber deswegen immer gern eBay. Und auf eBay kriegt ihr so ziemlich jeden Akku nachgekauft. Muss natürlich genau schauen, dass man das richtige Modell hat, das ist richtig. Aber ich habe jetzt eine Bekannte gehabt, die hat jetzt wieder, da hielt der Akku noch 20 Minuten oder so, im besten Fall. Und jetzt sagt sie, das Ding zeigt doch 5 Stunden an, das ist ja ein Traum. Ja, der Traum hat 25 Euro gekostet, plus Porto. Jetzt kann ich den Laptop wieder ein paar Jahre weiterverwenden. So, wenn der Laptop so lang braucht zum Starten oder nicht mehr gestartet werden kann, ganz wichtig, ich hatte jetzt auch mittlerweile in meinem weiteren Bekanntenkreis einen Fall, da wurde ein MacBook zum Apple Store gebracht und da wurde gesagt, nein, also dieser, da war auch ein defekter Akku und wenn das ein etwas älteres Modell ist, dann sagen die knallhart, nein, also das Modell ist zu alt, da kann man nichts mehr reparieren. Das stimmt nicht. Man kann diese Akkus nachbestellen und man kann diese Geräte sehr wohl reparieren. Und die meisten Apple, die gekauft werden, wir wissen alle, das Zeug ist so schweineteuer. Es sind auch gute Geräte, aber ich finde, für mich ist es einfach immer zu teuer. Also der Preis steht in keinem Verhältnis. Aber diese extrem teuren Geräte, die einige, man kann sie reparieren, man kann sie aufrüsten. Lasst euch keinen Scheiß erzählen. Ganz wichtig, wir hauen Sachen weg, es ist unglaublich. Und man kann, und das ist jetzt die extrem gute, ob es jetzt ein Apple ist oder ein normaler Laptop, wenn euch die Geräte langsam werden oder auch nicht mehr starten, bringt sie irgendwo hin und lasst sie reparieren. Ich möchte jetzt eine Sache zeigen, die ich bei vielen Leuten schon angewendet habe, die wirklich top ist.
Dazu muss ich aber ganz kurz Technologie erklären, okay? Wir haben hier zwei Festplatten. Mal abgesehen davon, dass die einen anderen Kleberling drauf haben, sehen die grundsätzlich mal relativ gleich aus, ja? Das hier ist eine magnetische Festplatte. Man sieht hier dieses Mittelteil und hier ist dann diese Magnetplatte, die dreht sich. Und da ist dann hier irgendwo so ein Kopf. Und immer wenn sich die Platte dreht, macht das Ding und sucht die Daten. Das dauert ein Stück. Und hier haben wir eine Platte, die ist auch ein bisschen dünner. Die ist auch extrem leicht. Also das Ding ist Wahnsinn. Ihr seht auch, ich kann das Ding schütteln und nichts. Da passiert überhaupt nichts. Da sind Chips drin. Das ist eine sogenannte SSD-Festplatte. Ganz grob, die Informatiker, die zuhören, seht es mir nach, ich versuche es jetzt hier einfach nur plakativ für die Leute zu erklären, die da in diesem Thema nicht ganz so fix drin sind. Ihr kennt die Sache mit den USB-Sticks, da steckt ein USB-Stick an den Computer an, bumm, ist der da. So, da ist einfach nur ein Chip drin. Stellt euch schon, hier sind einfach nur effizientere Chips drin, in einer gewissen Reihe angeordnet und die können Daten sehr, sehr schnell speichern. So, wenn ihr jetzt einen Laptop habt, der schon relativ langsam ist, der zum Starten 4-5 Minuten braucht und dann und alles ist langsam und so. Man kann natürlich einen Computer neu installieren, dann habt ihr ein neu installiertes immer noch auf der scheiß Festplatte. Ihr könnt euch eine solche Festplatte einbauen lassen. Die Anschlüsse, das sind hier unten diese goldenen Kontakte, seht ihr das hier? Die sind da komplett gleich. Man kann also diese Festplatten austauschen. Und dann habt ihr halt eine schnelle Festplatte im System, die in den Faktor 12 schneller ist. Machen wir 10, ist ja vollkommen egal. Also 10 mal schneller. Ja, statt 3 Minuten, 30 Sekunden, irgend sowas. Sucht euch was aus. Oder 50 Sekunden, spielt ja gar keine Rolle. Ist auf jeden Fall viel schneller. So. Und für die Leute, die sagen, ja, da hat der dicke Mann ja recht, aber das Problem an der Stelle ist ja, dass ich da ja so viele Daten da drauf habe. Dann nehmt ihr euch die Größe von der Festplatte. Oi, in meinem Fall ist die nur 160 GB groß. Die hier ist ein Terabyte. Und dann könnt ihr euch von einem Informatiker eures Vertrauens oder von einem Bekannten, oder weiß der Fuchs, das ist jetzt nicht so kompliziert, kann man diese Festplatte, kann man einen Klon anlegen lassen. Man nimmt also alle Daten eins zu eins, jede Datei, jede einzelne Zelle, jeden Fehler, der da drauf ist, und klont die hier drauf. So, jetzt baut man diese Festplatte in den neuen Laptop ein. Dadurch, dass die Daten, die drauf sind, schon relativ kaputt, verwurstelt sind, das Windows nicht eingestellt, ne? Software installiert, weiter, fertigstellen, irgendwelche Toolbars, alles schön durcheinander, aber es ist trotzdem um den Faktor 10 schneller. Man kann also mit relativ wenig Aufwand, sagen wir mal, so eine Platte in 250 GB kostet jetzt Mai 2019 mittlerweile nur 35 Euro. Das ist jetzt eine 1000 GB Festplatte, die kostet im Mai 2019 irgendwas um 140 Euro. Die Preise sind am Fallen. Wir werden jetzt irgendwann dann den Terabyte unter 100 Euro erleben und es wird diese Entwicklung weitergehen. Neue Laptops haben das in der Regel schon. Alte Laptops können damit nachgerüstet werden. Wenn euer Laptop noch in Ordnung ist, wenn das Einzige ist, er ist zu langsam und so, aber wenn er einmal gestartet ist, geht es und so. Ihr könnt wirklich mit diesem Teil den Laptop ein zweites Leben einhauchen. Die Displays gehen in der Regel nicht kaputt, meistens die Scharniere, wenn er das Ding aufklappt, die Touchpads, die Tastaturen, wenn er nicht gerade Cola drüber kippt oder so, das hält alles einigermaßen mittlerweile. Rüstet das nach. Und jetzt Level-Up-Tipp von mir, ja. Wer jetzt sagt, naja, aber das ist alles so teuer und ich kann nur eine kleine Festplatte und so. Und ihr habt noch einen Laptop mit einem DVD-Laufwerk und ihr wisst, wie oft benutzt man heute noch DVD? Die meisten haben USB-Stick, USB-Festplatte, das war's. Benutzt man nicht. Man kann das DVD-Laufwerk rausbauen, dann hat man da ein Loch im Laptop. Das ist dann da, das ist ein Loch. Also eine DVD ist ja recht groß. Und dafür gibt es diese Dinger hier. Da tut man also auf diesen Platz, wo eigentlich das DVD-Laufwerk ist, packt man einen Rahmen, der verkleinert das Ganze. Und da kann man dann sozusagen die alte Festplatte, wo die wichtigen Daten drauf sind, kann man dann an den Platz des DVD-Laufwerkes hineinsetzen. Aber natürlich erst, nachdem man auf die neue schnelle Festplatte, die den Platz der alten Festplatte einnimmt, also die kommt rein, dann macht man da frisches Windows drauf und dann kommt an den Platz, wo das DVD-Laufwerk, die zweite Festplatte. Das heißt, ihr habt in einem alten Laptop
nicht nur auf einmal ein schnelles System, was hier davon startet, sondern als zweites noch eine zweite Festplatte, die sozusagen als zweite Festplatte im System erkannt wurde. Ihr habt eine schnelle Festplatte und einen riesen Speicher hinten dran. Lasst euch an der Stelle beraten. Haut die Sache nicht weg. Wir produzieren Elektronikschrott am laufenden Band und es ist eigentlich schade um diese Teile. Viele dieser Teile sind noch in Ordnung. Viele dieser Teile sind noch nicht am Ende ihres Lebens. Aber wenn ihr die in den Müll haut, meistens ist es dann so, dass sie dann eben da beschädigt werden und dann sind sie tatsächlich Elektroschrott. Wobei, wenn ihr da eure Gerätschaften an der Stelle pfleglich behandelt, man kann ein Netzteil austauschen, man kann einen Akku austauschen, man kann die Festplatte austauschen, könnt ihr diese Dinge sehr, sehr lange benutzen. Die Computer haben heute eine Rechenleistung, wenn ihr nicht gerade den billigsten Scheiß bei der Anschaffung gekauft habt, sondern ihr habt wirklich ein gewisses Geld in die Hand genommen, dann könnt ihr diese Geräte sehr, sehr lange nutzen. Die Computer haben seit vielen Jahren so viel Power, dass sie eigentlich für den normalen User völlig overpowered sind. Und das ist einfach schade. Ich sehe unheimlich viel von diesen Sachen in den Müll wandern. Wir haben nur den einen Planeten. Klimaschutz hin oder her, CO2 hin oder her, ich führe diese Diskussion nicht. Wir haben die Ressourcen und wir können mit den Ressourcen etwas Besseres anstellen. Schmeißt das Geld nicht zum Fenster raus. Ein gut gepflegtes Gerät, ein Gerät mit einem gewissen Preis, was man sich anschafft, lohnt sich. Ein Gerät, was einen gewissen Preis damals gekostet hat und heute gepflegt wird, kann noch sehr, sehr lange weiterlaufen. In diesem Sinne, geht mit den Sachen pfleglich um und herzlichen Dank fürs Zuschauen.